Hallo liebe Freunde der Plattformkunst und willkommen zurück zu In Between. Wie zum Henker komme ich da hoch? Ah, so, war ja ganz einfach. Wo war das Problem? Ah, das... Oh, was? Was? Die Plattform besteht nur, solange ich hier draufstehe, auf dem Schalter. Das ist ja interessant. Ja, dann muss ich hier mal den da machen. Und dann den da in Sicherheit bringen und dann kann ich hier rüberlaufen. Oder war das jetzt blöd? Nee, das ist gut. Jetzt müsste ich allerdings, wenn ich das richtig sehe, einmal so machen. Na. Okay, das klappt so leider nicht. Aber das könnte klappen. Nö, warte. Andersrum. Ja? Andersrum, genau. Jetzt bin ich nämlich hier. Und dann kann ich wieder hier hoch. Allerdings muss ich dann so weit rüberlaufen. Ach, verdammt! Wie komme ich denn da hin? Wie zum Henker komme ich da hoch? Hä? Verstehe ich nicht. Ja, so ist gut, ne? Aber dann? Mache ich dann weiter? Ich muss da irgendwie... Ach so, ja klar. Natürlich. War ja gar nicht so schwer. Einfach mal ein bisschen... nachdenken. Hui! Das hat mir gerade Angst gemacht. Okay. Okay, Moment. Spiegelbild, komm in meine Arme. Schöner Level. Kurz, aber knackig und schön. Und weiter geht's. Und ich muss mich wiederholen, oder ich wiederhole mich gerne an dieser Stelle. Ich finde die Musik gerade richtig schön. Wunderbar atmosphärisch. Passt super zu dem Spiel. Wie sieht's hier aus? Alles gut, ne? Ja, alles gut. So, wenn ich jetzt drunter gehe, dann kann ich die Gravitation drehen, wie ich will. Passiert nichts, okay. Dann bleibe ich mal bei oben. Frohes neues Jahr, hat sie gesagt. Ich musste ihr versprechen, wieder gesund zu werden. Ich hätte es nicht versprechen dürfen. Der Krebs war schon zurück. Was genau habe ich da gerade versaut? Ich wollte doch nur zum Checkpoint. Habe ich tatsächlich den Fehler gemacht, nicht auf mein Spiegelbild zu achten? Ah, komm schon. Es war so knapp. Das hätte klappen können. So ist das gut. Ja, so ist gut, so ist gut. So, einmal hier schnell wieder hin. Ach so, ja, da unten sind Stacheln. Na klar. Okay. Also, wie komme ich jetzt zu dem Checkpoint? Das ist die Frage. Ist das hier wirklich symmetrisch gemacht? Hier sind Stacheln auf beiden Seiten. Ja, das sieht soweit symmetrisch aus. Ich könnte hier runterfallen. Dann müsste ich... Wie? Ich kann den Checkpoint nicht seitlich aktivieren. Wie schlecht ist das denn? Wie mies! Das ist gemein. Weißt du, ich bin beim Checkpoint. Lass mich das Ding aktivieren. Das Tor, das Ziel kann ich ja auch von der Seite aktivieren. Ja, ist okay. Ich verstehe Leveldesign und so. Alles klar. Verstehe ich ja. Dann, Blind Jump. Okay, diesmal ging's gut. So, Tjua, ne? Und nu? Kann ich den hier machen? Aber...
Irgendwie bringt mir das alles nichts. Diesen kann ich sie mal, indem ich hier an die Wand laufe. So, wie komme ich hier jetzt weiter? Ich muss ja hier irgendwie runterkommen. Nee, so wird das nichts, ne? Und das Fiese ist ja, ich habe ja den Checkpoint jetzt nicht. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht irgendwie... Ne? Wisst ihr, was ich meine? Einfach mal hier... Ah, ach so. Natürlich. Alles klar. Dann hier einmal umdrehen. Ich glaube, da oben waren keine Stacheln, ne? Ne, waren keine. Jetzt kann ich mir den Checkpoint holen. Oh, wow. Blind Jump. So, fein. Gut, dann muss das Spiegelbild jetzt mal da rein. Sollte funktionieren, ne? Ja, funktioniert. Alles klar, Wunderbärchen. Ich bin gespannt. Ah, und da sind wir ja schon. Ja, das war ja gar nicht so schwer. Ich frage mich, also es war schon ein bisschen anstrengend, aber im Nachhinein nicht schwierig. Ich frage mich ja so ein bisschen, ob man es irgendwie glitschen kann, dass man da aneinander vorbeigeht und dann mit dem richtigen Spieler, mit dem richtigen Charakter das Spiegelbild-Level erforscht und andersrum. In dem Fall ging das jetzt nicht, aber bei ein paar anderen Leveln davor könnte ich mir vorstellen, dass es klappen könnte. Müsste ich mal ausprobieren. So, dann fährst du mal genau das da hoch. Und dann bitte wieder runter. Achso, das bewegt sich einfach, solange da drauf steht. Na gut. Dann machen wir das mal so. Okay. Ah, verstehe. Nein, falsch rum. So ist richtig. Ui, das war gerade knapp. Ich habe da gerade nicht drauf geachtet, was gerade auf beiden Seiten passiert. Das heißt, es war gerade Glück für mich, dass das gut ging. Jetzt muss ich aufpassen. Was? 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 Ach, da, an der Seite. Ah, wie fies. Wie fies. So, gehen wir da rein. Genau. Und dann kann ich hier nämlich... Okay, was muss ich jetzt machen? Ich muss hier rüber. Die Gravitation steht schon mal richtig. Eigentlich muss ich hier nur kurz rüberlaufen, ne? Genau, und dann kann ich hier wieder rein. So, und jetzt muss ich nach rechts. Und dafür sollte ich am besten schon hier oben stehen. Ach, was? Ach, was? Was? Moment. Ich kann das Spiegelbild mit links und rechts bewegen, während ich auf der anderen Seite... Wenn die... Recht... Boah, wie gut. Wenn die... wie heißt das denn? Wenn die rechtwinklig zueinander angeordnet sind, die beiden, dann kann ich die unabhängig voneinander steuern. Das ist ja großartig. Das Problem ist jetzt nur, ich werde hier zurückfallen. Also muss ich hier das aufmachen und dann schnell durch. Bevor ich hier... Ah, siehst du? Und da können wir uns jetzt verfehlen. Wenn ich mich nicht täusche. Ich könnte jetzt hier, glaube ich, mit dem Spiegelbild... Oder? Kann ich jetzt hier nicht ganz gemütlich zurücklaufen? Ich meine, ich weiß zwar nicht, warum ich das tun sollte, aber ich könnte doch. Oder nicht? Indem ich jetzt zum Beispiel sowas da mache und dann kann ich im Spiegelbild den Checkpoint aktivieren. Naja, ihr wisst, was ich meine. Es funktioniert theoretisch. Na, komm her. Und wir treffen uns nicht an der vorgesehenen Stelle. Ich bin mal gespannt, ob es hier auch funktioniert. Ja, tut's. In guten wie in schlechten Tagen.
Ich hoffe, die Guten haben dennoch überwogen, Linda. Er starb letzten Winter, froh, meine Beerdigung nicht mehr miterleben zu müssen. Vater hat nie erfahren, dass ich ihn eine Zeit lang verachtet habe. Vielleicht hat es ihn aber auch nicht wirklich interessiert. Und damit sind wir im vierten Kapitel. Im Schneetreiben versuchte ich, mich an unseren Schneemann zu erinnern. Aber es gelang mir nicht. Vierten Kapitel, beziehungsweise Abschnitt. Depression, genau. Depression. Nach der Verhandlung, glaube ich. Genau. Der vierte Abschnitt auf dem Weg. Ich betrachtete Clarissa, wie sie mit einer roten Nelke in der Hand dastand und um ihren Opa weinte. Der vierte Abschnitt auf dem Weg zum eigenen Tod. Wenn man weiß, dass er bald unausweichlich kommt. Bald wird sie um mich weinen. Und ich hoffe, sie kann mir irgendwann verzeihen, dass ich sie so früh im Stich ließ. Ach komm schon, du kannst... Ich wollte eigentlich ein besserer Vater werden, als meiner es war. Ja, aber du kannst doch nichts dafür, dass du jetzt Krebs hast. Also, da kannst du dir doch keinen Vorwurf machen. Da steckst du ja nicht drin. Da hättest du es ja... Also, das hättest du ja nicht gemacht, wenn du die Wahl gehabt hättest, ne? Also, von daher kann er sich da ja keinen Vorwurf machen, finde ich. Ich hoffe, dass sie die Kleine genauso, weil wenn nicht, wäre das dann doch traurig. Gut. Ich werde da mal noch kurz reinschnuppern, was hier im neuen Kapitel auf uns wartet. Oder? Tue ich das? Na, ja, komm. Okay. Was ist das? Hä? Was ist das denn? Dunkelheit zerquetscht dich. Die Sehnsucht, dass das alles bald einfach vorbei ist. Aber ich darf nicht aufgeben. Es gibt einen Weg. Okay. Das ist dann sowas Ähnliches wie die Dunkelheit aus dem ersten Abschnitt, nehme ich an. Nur halt in beweglich. Das sieht auf jeden Fall... Nein, naja, ich muss hoch. Ach, verdammt, da muss ich hoch. Naja, gut, was soll's. Ihr habt es gesehen, ich hab's gesehen. Ich werde mich drauf einstellen und ich hoffe, ihr freut euch aufs nächste Mal. Denn dann geht's hier weiter mit der Depression und ich sollte eigentlich so ein bisschen trauriger sprechen. Um der Stimmung mich anzupassen. Ja. Ich bin schon ganz traurig. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, auch wenn es hier etwas depressiv zugeht. Bis dahin.